Hallo und willkommen zurück zu EFT. So, wir sind beinahe gerüstet. Nur mal anschauen, ob das passt. Auf jeden Fall was fürs Gesicht und eventuell noch was gegen Schmerzen. Hier einfach so ein dämliches Car-Kit. Dann müssen wir die Tagesquests annehmen. Beziehungsweise können wir. Das ist keine Verpflichtung. Was? Ich muss eine MP5K und eine TOTS abliefern? Nee. Nee, danke. Ja, free of charge. Wunderbar. So. Was haben wir hier? Eliminate PMCs. 5 PMCs mit einem Arm. Oh, nee. So, Peacekeeper hat eine neue. Tech Manual, das haben wir sogar schon. Aber nicht? Ich dachte, das hätte ich schon. Also bin wahrscheinlich gestorben, als ich das aufgesammelt habe. Passiert öfter. Factory. Nö, nicht replacen. Ja, akzeptieren wir mal. Müssen durch die Keller extrahieren. Na, wenn das Spiel meint. Und Skeffs mit einer MP133. Das passt. Die haben wir gerade ausgerüstet. So, dann mal schauen, ob die Kultisten fleißig waren. Und hoffentlich haben die mir so eine Body Armor gedroppt. Wo sehe ich das nochmal? Oh! Und das gab's für die ganzen Katzen, die wir reingetan haben. Naja, zumindest das ist ja ganz ordentlich. Plexiglas, ja, das hätte ich auch so gefunden. Und das ist reiner Mist. Wollen wir noch was sacrificen? Na, glaub erstmal nicht. Erstmal nicht. So. Und dann würde ich sagen, wir müssen auf Customs und Skeffs ausschalten. Das ist auch Teil einer Quest, die wir noch einmal so oft auf Customs und jetzt finde ich es nicht. Ja, wir nehmen abends. Ist hoffentlich noch hell genug. Ich glaube, die Ingame-Season ist eher auf Sommer gestellt. Da soll es ein bisschen länger hell sein. Ansonsten sehen wir halt nichts. Oh, geht da schon wieder heftig los. So, wir sind hier bei dem netten Regal. Mit gutem Zeug. Manchmal gutem Zeug. Eich. Keine Ahnung, was das ist. Powerbank ist gut. Vitamine. Ist auch hier gut. Braucht unser PMC. Der kriegt ja sonst nur... Oh, Armor Repair Kit. Bin ich wieder überladen. Aber das ist natürlich richtig wertvoll. Wir müssen wahrscheinlich ruhig raus. Dann später. Gut. Ja. Also das ist wieder die 300.000 wert. Die Powerbank nehmen wir mal mit. Die brauchen wir zum Craften. Und ansonsten, ja, Munition haben wir auch genug. Dann schauen wir mal, ob wir den ersten, meinen ersten Raid des Tages überleben. Da ist einer. Da ist einer. Bin mir fast sicher, dass da einer ist. Sein. Na, komm ruhig. Da ist er. Jetzt ist er nicht mehr da. Da war 3 Schüsse gebraucht. Boah. Noch einer? Jetzt komm raus. Nicht einen ganzen Raid-Zeit. Kann ich hier durch die Tür? Nee. Ah, da rechts. Die Antwort ist ja. Schade. Dachte, das zählt irgendwie als Kopfschuss, wenn man den trifft. Anscheinend nicht mit der Schrotflinte. So. Wir gehen mal hier raus Richtung, ich nenne es immer Grafikkartengebäude. Boah, bin ich wieder paranoid heute. So viel Geräusche und keins davon ist freundlich. Okay, der Exit wäre offen. Schön, dass er das mal ist, nur wir dürfen da nicht raus. Wir müssen auf die andere Seite der Map.
Ich schätze, wir können hier mal nach einem E-Motor schauen. Den brauchen wir auch unbedingt. Fürs Hideout. Und den können wir auch in die Gefängnisbrieftasche tun. Den Schlauch tut's auch. So, was haben wir da noch? Kein E-Motor, kein E-Motor, kein E-Motor. Und auch keine Ausdauer mehr. Scheiße. Gut, da geht's aber ganz schön ab Richtung Fortress. Dafür ist hier gerade angenehm ruhig. Also. Bei Schammernägel, wunderbar. Wunderbar. Dann kann es hier nur besser werden, was den Loot angeht. Oh. Okay. Da ist frei. Da ist mehr oder weniger frei. Also bis hierhin lief es ja schon mal durch. Regenerieren wir ein bisschen Ausdauer. Ich vergesse, dass ich schon das schwere Armor-Kit dabei habe. Könnte meinen Rucksack eigentlich auch mal abwerfen und dann später wieder aufsammeln. Dachte, ich hätte links was gehört. Hier sehe ich nichts, da sehe ich nichts, da ist nichts. Deswegen mag ich die Audio-Cues von denen ganz gerne, dass sie doch ab und zu mal schreien, wenn sie mich als Feind identifiziert haben. Was mache ich hier? Keine Ahnung. Schauen wir uns gleich näher an. Dann Tac-X kenne ich nicht. Schauen wir uns auch näher an. Und nischt. Das ist nicht gut. Jo, dann ab in die gute Grafikkartenstube. Geigerzähler liegt unten, PC-Kabel liegt unten. Ja, paranoid. Ich schau mal kurz nach, ob wir wirklich allein sind. So. Boah, das Licht geht mir immer so auf die Eier. Viel zu hell. Viel zu hell. So. Der PC kriegt was Neues und den CPU-Fan braucht man sogar. Die Vitamine auch. Die sind zumindest markiert. Bugshot nach oben. Beziehungsweise Dual-Shot nach oben. So. Seid ihr gut? So, geht. Welches Kaliber? Ah, La Pura Magnum. Da freut sich der Bot, der in den PC schaut. Und? Oh, keine Grafikkarte. Ah, die Wire sind auch sehr wichtig. Da braucht man noch 10 Stück von. Ah, die Glühbirnen haben wir eh nicht beisammen. Also, eins nach dem anderen. Medikit, warum nicht? Mag ich zwar nicht unbedingt, aber die Chancen stehen gut, dass wir das brauchen. Was war hier eigentlich für Ammo drin? Keine gute. So. Wieder alles schön aufgeräumt. Dann haben wir hier noch die Chance auf einen E-Motor. Und keine Chance mehr. Gleich in irgendeiner Toolbox, aber eher ungewöhnlich, wenn die da drin spawn. Scope. 100.000 her damit. 100.000 Öcken einfach so verdient. Und Kalok. Ja. Was haben wir hier? Nochmal Elite. Auch 17.000 wert ungefähr. Sofern meine Infos da noch korrekt sind, AA-Batterie und DD-Batterie. Wunderbar. Dann sind wir aber hier beinahe durch. Tape und Glasses. Ja, normalerweise hätte ich das Tape mitgenommen, aber wir sind eh schon ein bisschen gut beladen. So. Aus, dann gehen wir gleich hier noch hoch. Schauen mal nach Schlüssel und Wertgegenständen. Nach Feinden. Oh, das mit den Türen ist so eine Sache. So.
Wunderbar, wir sind erstmal annähernd geschützt. Seit irgendein Bot ist hier drin gespawnt. Alles gut bei euch? So, Wodka eigentlich die Sluts und das Gewicht gerade nicht wert. Interessant, hier lag bis jetzt, als ich vorbeigeschaut habe, auch nie was. Warum? Ich brauche doch Wertgegenstände. Hab ja kein Geld mehr. War da gerade ein Wasserfilter, der verschwunden ist? Naja, wenn es ihm Freude bereitet. Oh je, eine Katze, ich werd nicht mehr. Also die Katzenspawns könnten sie echt mal ein bisschen reduzieren. Die müssen wir jetzt nicht unbedingt mitschleppen. Eine UV-Lampe. Und... Batterie. Na gut. Dann nehme ich halt die scheiß Katze mit. Und da wir überladen sind, würde ich sagen, ich gehe mal zum Exit. So, sehr gut. Ihr habt es im Zeitraffer jetzt nicht mitbekommen. Aber Mensch, Storms wurde rumgeballert bis zum bitteren Ende. Ich glaube, der Boss war wieder da. Das war nicht schön, den Vehicle-Exit zu nehmen. Aber ich dachte, ich probiere es trotzdem mal. So, das lief doch ganz gut. Achso, ja. Bisschen in Stacheldraht gelaufen. Kleine Schürfwunde, nichts Ernstes. Aber das lief doch eigentlich ganz gut. Haben viel Geld gemacht, je nachdem, ob man das Armor Repair Kit verkaufen oder nicht. Und das O-Scope natürlich, also das ist schon nicht ohne hier gewesen, so eine scheiß Katze. Und die Teile kommen mal da rein. Das O-Scope weiß ich nicht. Würde ich jetzt auch mal zum Verkauf geben. Ja, eins nach dem anderen. Jetzt sortieren. Oh, die Junkbox ist voll. Jo, das heißt, wir müssen eine neue kaufen. Und dass wir die einfach irgendwo gerade auf den Haufen drauf werfen. Wir finden uns später da bestimmt wieder zurecht. So, da ist noch ein O-Scope. Das können wir natürlich auch verkaufen. Wir haben doch hier eins drin, oder? Ich glaube, später braucht man die auch in höheren Dosen, aber das ist egal. Die Goldkette können wir auch erstmal verkaufen. Das Nähkit würde ich tatsächlich behalten und die Roller können wir verkaufen. Badge auch, ja, da ist noch ein O-Scope. Ich meine, wir finden die auch wieder und aktuell braucht man die nicht. Das braucht man und so ein Master kann theoretisch auch weg. Dann können zumindest mal die Powerbank rein und ansonsten ein Elite-Teil. Und ehrlich gesagt finde ich sonst nicht mehr. Ja. Ah, eine UV-Lampe. Die haben wir noch gefunden. So. Dann verkauft man das da unten. Alles, was geht an Therapist. Oh, nur 53.000 wert. Oh, ich dachte 100.000. Ah, wahrscheinlich dann auf dem Flea. Wollen wir sie dafür verkaufen? Nee, das sind nur 150.000. Also, nur ist ziemlich hochtrabend dafür, aber dann behalten wir die. Wir sind ja bald levelmäßig so, dass wir den Flohmarkt freischalten mit Level 15, dann können wir sehen, wie viel das bringt. Aber das Armor Repair Kit würde ich nochmal verkaufen an Mechanik. So, 363.000. Das Teil kann er auch haben. Das kümmert mich jetzt nicht so. Naja, ganz viele Schrotflinten haben wir noch. Da haben wir noch so ein unnötiges Teil. Damit. Also für jetzt unnötiges Teil. Dann sind wir hier oben eigentlich gerüstet. Schrotflintenmäßig auch. Wie sieht es denn mit den Tasks aus? Das waren, glaube ich, nicht genügend operational. Ah, nur zwei Scavs mit der Shotgun umgeholzt. Und hier müssen wir auch noch neun Scavs auf Custom ausschalten, damit es in der Quest weitergeht. Oh, das Ibuprofen ist da oben mitgeritten. Das war aber dämlich. So, Essen, Trinken in Ordnung. Essen, Trinken, extra kauen. Ich würde sagen, wir gehen direkt wieder rauf. Hoffentlich nicht rauf, aber rauf. Ich nehme noch ein paar
paar Schuss extra mit, schadet sicher nicht. Und los geht's. So, wo wäre ich, wenn ich 9 Skeffs wäre? Wahrscheinlich sind welche bei Old Guess. Die sind bei Big Red Dog, ja. Ja, bei den Garagen kommen ja auch ab und zu Skeffs. Das ist gar nicht so schlecht. Dann gehen wir jetzt erstmal hier in das kleine Kabuff und dann in Big Red und dann zu den Garagen und schießen Leute über den Haufen. Das klingt doch nach einem vernünftigen Plan. So, hier mit den Guess Analyzern. Oh, was bist du? Dorm 203. Nehme ich mit. Schätzungsweise nicht so wertvoll. Oh, Brötchen. Komm schon, Papa braucht USB-Sticks. Ein G-Phone. Ich glaube, das ist wertvoller. Nehmen wir mal mit. Flash Drive. Ich werde nicht mehr, aber der kann hier oben bleiben. Den müssen wir eh found im Raid rausbringen. Ich glaube, hier fährt kein BTR rum. Die mal kurz bitten kann, das mal sicher rauszubringen. Ich fürchte nein. Und Matches. Na also, das fängt gut an. Das fängt gut an. Wir haben ein Flash Drive. Brauchen noch 2 Stück, aber Kleinvieh macht auch Mist. Na, ich muss unbedingt, also ab Level 15 fange ich normalerweise an, meine Waffen auch selber zu bauen. Weil mit Flohmarkt ist das deutlich entspannter. Und dann dengeln wir mal an unsere Waffen eine Lampe ran, weil ich so schlecht sehe. Vor allem, wenn es dunkel ist. Chlorin. Sah gerade eher aus wie MAE, darüber hätte ich mich mehr gefreut. Chlor, das, da kriege ich immer Blähungen, wenn ich das esse. Schritt für Schritt Richtung Garage. Da, kein E-Motor drauf, schade. Wäre mir auch neu, dass die hier spawnen. Komm schon, Skeffs. Könnt euch nicht wieder so rar machen. Könnt euch doch nicht wieder so rar machen. Playboy. Ah, gerade nicht. Ich muss ja hier überleben. Okay, aber keines Guess hier. Das ist doof für uns. Das ist ziemlich doof für uns. Batterie. Batterie ist wichtig. Batterie ist sehr wichtig. Damit sollte man fast schon rausgehen. Wir schauen mal, ob der Vehicle Exit bei Dorms da ist. Erst plündern wir hier die Leiche noch. Und regenerieren dabei ein bisschen Ausdauer, hoffe ich. Komm schon. Oh, Zucker. Wasserfilter. Ist das AP? Kannst du was? Oh, du kannst was. Ja, stimmt. Alles mit AP ist ja ganz gut. Zumindest sind das meine Informationen. So. Dann schauen wir mal, dass wir das gute Zeug rausbringen. Ja, schauen wir mal, ob der Vehicle Exit da ist. Haben wir genug Geld? Ja. Wunderbar. Zwar nicht viele Skeffs getötet, gar keine, aber wir haben einen Flash Drive und eine Car Battery. Das war es mir dann einfach wert, es doch den Plan vom Skeffs töten ein bisschen abzuwandeln. Bin zufrieden mit der Entscheidung, wir sind rausgekommen. Eben mein OBS hat sich gerade beschwert, deswegen habe ich mal aufgehört zu reden. Nicht, dass da was vernuschelt wird, also Autobatterie
Tun wir mal dahin. Lädt wieder nicht gescheit. Oh, das stimmt. Ein G-Phone haben wir auch bekommen. Das will ich nicht verkaufen. Ich will nur wissen, wie viel es wert ist. Ansonsten sieht das geldtechnisch ja ganz okay aus. Ja, die Box ist gleich wieder voll. Und wir haben einen Flash Drive rausgebracht. Das ist... Ha, schöner kann es eigentlich nicht werden. Es sei denn, wir finden die zwei anderen noch. So, die Matches kommen auch mal dahin. SSAP. Ja, Bugshot, wir haben gar nicht geschossen. Und das habe ich einfach wieder mitgenommen. Vom in den Raid. Gut zu wissen, gut zu wissen. Bin also nicht so ordentlich in dem Spiel aktuell unterwegs. Und schon voll. Unsere Zucker- und Aljonka-Weste. Na gut, Aljonka raus, Zucker rein. Geht ja nicht. Geht ja so nicht. Jetzt habe ich immer noch nichts getrunken. Dann nehmen wir hier einfach den Apfelsaft und könnten eigentlich die Wurst fressen. Naja, schauen wir mal, wie viel das 28.000 für das ein G-Phone. Ich glaube, das brauchen wir später noch für irgendwas. Und die sind meiner Meinung nach echt selten. Zumindest habe ich die nicht oft gefunden. So, was macht man denn auf Customs nochmal? Boah. Können wir mal schauen. Heavily Mined Area on Woods Claymore Mine on Ground Zero. Die kenne ich noch nicht. Scavs auf Woods. Oder das... Ah, das ist egal. Dann switchen wir auf eine SVS. Ich hoffe, das ist ein Repetiergewehr. Schauen wir mal. Obwohl... Bolt Action Rifle muss es ja sein. Dann nehmen wir doch einfach die Musen. Ich würde es gern kaufen. Deal. Und dann gehen wir damit nach Wutsch und dann snipern wir da ein bisschen rum. Ich würde mal sicherheitshalber nehmen eine MP mit. So, was brauchst du für Munition? 762 Link Search Ammo. BT, für was bist du denn gut? Oh, ja, besser als alles, was wir haben. Ich bin mir nicht sicher, ob wir was anderes in dem Kaliber hätten. Mal 50 Stück. So viel verballern wir da eh nicht. Wo ist es jetzt gelandet? Wieso? Found in Raid. Das ist ja das Richtige. Okay, ich glaube, die ist sogar besser. Ja, die ist deutlich besser. Dann brauche ich trotzdem noch, da sind die gekauften. Da sind sie doch, den Schlüssel lassen wir auch hier. Ansonsten, Essen finden wir auf Woods. Was soll's. Eine MRE und auf geht's. Ja, ja. Oh, mein Skeff ist gerade nicht gut geladen. Achso, was mir noch aufgefallen ist, wir haben hier tatsächlich eine Bekleidungsoption. Also, wir haben eine Kultistenjacke. Können wir mal ausprobieren. Weiß nicht, was es bringt. Vielleicht ist es ja schlecht für uns. Wir probieren es trotzdem mal. Also Woods, 10 Uhr, ab geht's. Das einzige Problem, das wir jetzt noch haben, wir haben zwar eine Mosin, aber ich brauche auch Gegner, die sich nicht bewegen. Sonst ist das immer so eine Sache. So, wo sind wir? Sommel. Okay. Bei der Sägemühle. Das trifft sich eigentlich ganz gut. Das loot ich zumindest gerne hier, sofern die was verfügbar haben. Ja, ein Tape. Ich werd nicht mehr. Zeig mir, was du hast. Gar nichts. Scheiße, wieso hat die Kiste nichts? Ach, draußen stehen auch noch welche, das ist richtig. Und... Können wir das einfach an die Mosin dran dingeln? Nee, leider nicht. Nicht ohne weiteres. 30 ist, glaube ich, ein ganz gutes Magazin. Alu spinnt raus. Also das ist relativ wertvoll. Dafür habe ich auch schon mal über 100.000 bezahlt. Also ist nur 20.000, 30.000 wert, aber wenn man es braucht und eine Waffe. Sword of Shotgun. Nice. Ist das eine Handfeuerwaffe? Okay. Interessant, interessant. Kannte ich jetzt auch noch nicht.
Boah, die Texturen sind aber mal wieder sowas von am Arsch. Hey! Kann das an die Pistole ranmachen. So, Tushonka. Ach, was soll's, wir fressen die Sprossen. Wir fressen einfach die Sprossen. So, Textur, würdest du mal bitte? Das Spiel sieht in Realität doch eigentlich viel besser aus. So, was haben wir hier drin? Ein Plug und Imparts. Wunderbar. Dann schauen wir mal, was im Skeff Village alles vor die... Wo ist er hin? Da war doch gerade einer. Ich bin nicht blöd. Und das müssten PMC gewesen sein. Ist tot. Der ist tot. Und die Entfernung hat eigentlich auch gepasst. Was macht ihr denn hier? Nee, das ist ein Skeff. Oh, wir brauchen die Body Armor. Ganz dringend für eine Quest. Hallo, Spind. Ich gehe Richtung Vehicle Exit. Wir schauen noch im... Also, wir müssen eh durchs Dorf, aber... Das spiele ich jetzt... Nicht riskant. Bin keine Pussy. Boah, das wollt ihr doch sicher spielen. Gut. Wir sind verbunden, wir pre-medden. Wird alles wieder gut, mein PMC. Die Frage ist, pushen die mich irgendwann? Soll ich warten? Ich habe eine relativ gute Position tatsächlich. Wieso werde ich eigentlich so von Usex gejagt? Das ist doch nicht fair. Gerade in dem Moment, wo ich die gute Armor finde, also die schlechte Armor, die wir im Raid aber finden müssen. Ein Blick in die Tasche kann nicht schaden. Wir sind zwar gerade aktuell relativ bedroht, aber Loot brauchen wir trotzdem. So, die Frage ist, wie viel das sind. Wir könnten natürlich einfach rennen und uns einen Überblick verschaffen. Weil ich höre sie auch nicht rumtapsen. Ja. Rennen mal hinter Deckung. Vielleicht haben wir oben Glück, dass wir sie sehen, sie uns aber nicht. Boah, lauf! Lauf doch einfach. Einmal nachklicken. Ich habe halt Angst, dass ich, wenn ich stillstehe, dass die einen guten Kopftreffer landen. Vielleicht sind sie auch in eine andere Richtung gelaufen. Weil Schritte habe ich tatsächlich überhaupt da. Hätte ich warten sollen. Vielleicht haben wir ihn getroffen. Vielleicht liegt er nur. Mal nachklicken. Bin mir nicht sicher. Ich mag die Mosen eigentlich. Und wir müssen ja eh ohne Visier irgendwas hinbekommen. Wir schauen gleich aufs Skeff Village runter. Noch kurz warten, aber das werde ich wahrscheinlich dann auch irgendwie im Zeitraffer machen.
Wir schauen jetzt mal einfach hier runter. Ein bisschen Glück läuft ein Skeff rum. Ja, da ist einer. Scheiße. Mitten in dem dämlichen Gebüsch. Hätte ich warten sollen. Oh, da geht's ganz schön ab hinter mir. Komm schon, zeig dich. Dann müssen wir kurz warten. Cool. Na, schauen wir mal. Wir können den ja auch seitlich pushen. Ich kann nicht behaupten, dass ich ihn sehe. Müssen halt 40 Meter noch entfernt sein. Boah, jetzt schießen die hinter mir. Okay. Boah, was ist denn jetzt los? Hätte ich nicht guten Loot, würde ich mal nachsehen. Na, jetzt bringen wir den nach Hause. Den Skeff, wir haben noch eine Chance, den platt zu machen vom Vehicle Exit aus. Moonshine. Immer nachschauen. Der ist auch sehr viel wert. Mindestens 122.000. So. Das ist ja richtiger Krieg hier auf der Map. So. Naja, ich bin der Sniper. Ich bin jetzt der Sniper. Da ist er. So viel zu meiner Treffsicherheit. Fuck, den hätten wir haben können. Also, das lief doch ganz gut. Oh, wir haben nur ein Skiff erwischt. Dafür aber aus einer ganz guten Entfernung, 50 Meter. Und was viel wichtiger ist, wir haben diese Scheiß-Armor gefunden. So langsam ergibt in Tarkov ja alles wieder einen Sinn. So langsam ergibt alles wieder Sinn. Also, die müssen wir jetzt ganz dringend abgeben. War das hier? Jo. Und wir können die Saiga dann von ihm kaufen. Und auch die Munition, alles klar. Ah, wunderbar. Akzeptiere ich natürlich. Valuable Cargo und Customs. Das ist dieser Unknown Key. Und wo das versteckt ist, weiß ich glaube ungefähr. Oh, mit Pistole PMCs ausschalten. Da können wir gerne mal auf Factory gehen. Doctags. Ja, kannst du gerne haben. Müssen trotzdem noch 7 Leute ausschalten. Na gut. Und wir haben Unknown Reward dafür. Was haben wir hier? Ach, taktischer Revolver. Okay. Ja, ja. Erstmal unsere Belohnung einheimsen. Die Firma dankt. Und jetzt können wir Moonshine verkaufen. So. Die Sort of Shotgun finde ich eigentlich ganz putzig, aber wir nehmen wieder die Pistole. Ansonsten haben wir ja gerade eh nichts, wo wir Zeug reintun können. Also wir brauchen dringend eine neue Junkbox. Sobald das Geld dafür da ist halt. So, PS-Munition. Oh nee, das Car-Kit, das brauche ich doch. Manchmal bin ich ein Trottel. So, Car-Kit kommt her. S-Plug geht dafür weg. So, hier könnte man noch überlegen, ob man das nachladen.
Oh, keine Ammer dafür. Also das ist Punkt 45. Das ist möglich. Ja, gut. Dann kaufen wir mal 20. 13 Dollar. Wird auch nicht billiger hier. So. Wir sind bei 27 Kilo und eigentlich gerüstet. Ja, trinken könnte man auch was, warum nicht? Und dann würde ich sagen, gehen wir nochmal auf Futs. Nachdem wir den Mondschein verkauft haben. Das ist Priorität Nummer 1. 126.000. Und jetzt ist auch Geld da, also. Das macht man noch kurz. Oh, da passt sie hin. Nee, Traders. Therapist. Ja, natürlich will ich die kaufen. Die Firma dankt. Genau, jetzt haben wir eine zweite. Das werde ich wieder im Zeitraffer aufräumen. Aber nicht jetzt. Jetzt machen wir erst nochmal Wutz. Also 4 Skes müssen wir noch aus mindestens 40 Meter Entfernung umbringen. Wir sind beim Sunken Village. Das ist gar nicht so schlecht. Richtung Skef Bunker. Also. Ich höre was. War glaube ich nur eine Eule. Genau, Richtung Skef Bunker sind ja meistens einige und auch hier im Village spawnen einige. Und rechts von uns ist direkt das Skef Village. Also, haben richtigen Spawn erwischt für das, was wir vorhaben. So, hier gibt es auch einen Stash, also nicht beim Zelt, aber von dem Haus hier oben in die Felsen geht. Ist relativ gut zu sehen, meistens so am obersten Punkt. Ja. Hier ist immer recht zuverlässig, aber da... Oh. Xenospray. Nee, danke. Ist zumindest immer mal wieder ein Blick wert. Obwohl ich den meistens tatsächlich ignoriere. Weil er eben den Schlenker nach außen braucht und ich meistens an dem Punkt eh schon so überladen bin mit Zeug. Okay, komisch. Katze! Ich glaub's nicht. Würden die Bitcoins doch nur so spawnen. So. Bist du was wert? Korund. Armor Class 5. Kann ich dich dran dingeln? Nö, gut. Apfelsaft und dann gehen wir in die Kirche und können davon eventuell runtersnipern. Boah, so viel Geräusche. Ich bin anscheinend der Auslöser. So, Goldkettchen und nix. Goldkettchen und nix. Katze. Ja, Skiff. Und da ist noch so ein... Wer ist denn das? Mutkewitsch, okay. Kommt. Gern höher. Sehen leider noch nicht. Da ist er. Weiß nicht, ob wir ihn haben. Aber wo der herkommt, gibt es bestimmt noch andere. Ich bezweifle aber, dass es 40 Meter waren. Vielleicht hat er sich nur hingelegt. Das würde ich jetzt als wahrscheinlichstes Szenario annehmen. Wir können ja mal... hier rauszukommen, so. Alter, ist der Frosch laut. Was ist denn hier los? Weil ich einen Kultistenrube anhabe. Warum dreht ihr durch? Na, ich würde jetzt mal einen Schlenker Richtung Skiff Village machen.
Dort ist das mit der Entfernung immer ein bisschen einfacher. So, das heißt, wir schauen noch hier mit das Arsch. Sagt er, der ist nicht tot. Wo er ist, kann ich euch auch nicht sagen. Das ist der Nachteil an der Map. Oh, versucht hat er es auf jeden Fall nochmal. PBM. Chainlet da unten. Mayo und EWR. Das eine macht durstig, das andere stillt den Durst. So, es tut mir leid, aber den muss ich ignorieren. Weil ich den einfach nicht gescheit lokalisiert krieg. So grob, wo die Schüsse herkommen, weiß ich, aber... Ich sehe ihn einfach nicht. Und bis jetzt haben wir auch nur einen Arm verloren. Also alles gut, den müssen wir auch nicht heilen. Könnte man heilen, aber... Wozu die Mühe, wozu die Mühe? Bin mir sicher, im Scav Village, wenn ich nicht treffe, kriegt man noch ein paar mehr Wehwehchen. Scheiße. Kann man die irgendwie anlocken mit Granaten? Mal auf rumzubacken jetzt. Tja, jetzt müssen wir einfach ein bisschen warten. Ein Glück gibt's einen Zeitraffer. Und? Ach komm! Vielleicht stirbt er ja über die Zeit. Kann doch nicht wahr sein. Es kann doch nicht wahr sein. Da ist er. Boah, Tracer. Wieso schießt du mit Tracer? Wo bist du hin? Da hinten ist auch noch einer. So, jetzt geht tatsächlich die Munition aus. Gibt's doch nicht. Stopp die Blutung. Nicht sicher, ob wir den ausreichend erwischt haben. Komm schon. Bring noch ein paar Freunde mit.
auf der Seite hier habe ich was gehört. So viel zu 40 Meter Kills mit der Mosin. Aber auch schon mal besser getroffen. Ich habe eine Idee. So. Jetzt sehen wir ein bisschen besser was. Einfach FOV umstellen. Also. Das gibt's nicht. Gibt's einfach nicht. So viel Munition verballert. Hier nischt und wieder nix. Jetzt ist er aber tot, oder? Irgendwann muss er tot sein. Boah, ist der FOV komisch. Lebst du noch? Wo bist du? Mal über die Schrotflinte, weil er tatsächlich noch lebt. Aha. Geht doch. Geht doch. Der FMJ irgendwas. So, wir können jetzt natürlich noch weitergehen. Mal schauen, ob es hinten. Oh, schauen wir erstmal hier rein. Oh, das mit dem FOV ist ungewöhnlich. Ist das ungewöhnlich? Da liegt nochmal Mario, IWEA, Squash. Ich stell's mal wieder hoch. Wenn man nicht genau zielen müssen. Ist mir das hier deutlich lieber. Okay. Dach da unten lag Munition, hab mich geirrt. Eine Wurst. FMJ. Mario liegt auch jede Menge rum, ist das nicht doll? So, Thermometer, D-Cleaner, EC. D-Cleaner ist zwar nichts wert, aber... Haben wir, glaube ich, noch keinen mitgenommen, weil er eben nichts wert ist. Oh, RDG. Ist mir relativ egal. Ja. Hier ist irgendwo ein Skiff. Hustet rum. Vielleicht stirbt er ja noch und ich. Und das zählt dann als 40 Meter Kill. Deswegen schalt man ihn mal lieber nicht aus. Sei denn, er kommt hier direkt rein. AP63 nehme ich mit. M-Scissors. Ja. AP-Munition. PBM, eigentlich aufgewehrt. Wo ist denn das Freundchen, das hier so hustet, gehustet hat? War das Wind? War das einer? Ich weiß es nicht. Hey, der Panzer kommt. Bist du freundlich? Ich glaube, du bist freundlich. Bleib stehen. Eigentlich haben wir ganz gutes Zeug. Eigentlich haben wir ja schon ganz gutes Zeug. Wird halt die Quest gern
eher früher als später fertigstellen. Eigentlich haben wir da überhaupt keinen Zeitdruck. Ja, bei Outskirts wären tatsächlich auch Skiffs. Okay, die greifen den BTR an. Nee. Glaubt der BTR pausiert gerade? Nicht der, sondern der andere. Komm schon, lauf! Ja. Ja, ja. Take a right. Skeff-Bunker. St. Village. Nee, da komm mal her. Sormel. So, jetzt muss ich erstmal schauen. Geld. Wir brauchen Geld oben. Ja, ist ja gut. Take a ride to Sormel. Ich hab doch die Rubel jetzt. Brauche ich die in den Pockets? Nee. Okay, jetzt funktioniert's aber. Sormel. Sehr schön. Da fahren wir mal eine Runde Panzer. Ja, ja, gut, wir sind angekommen. Dankeschön. Dann schauen wir mal, ob wir was treffen. Outskirts ist hier dann auch in der Nähe. So, wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen Heilung. Wenn jetzt der Boss da ist, haben wir eh ein Problem. Seit der BTR kann uns auch beschützen. Kann er, glaub, macht er aber nicht. Zumindest nicht kostenlos. Also Holzfällerlager, da waren wir jetzt auch noch nicht. Aus gutem Grund. So. Ja, ja, erstmal hochheilen, hochheilen, hochheilen. Ja, was? Na? Hab Fußstapfen gehört. Da unten. Der Trick. Braucht echt eine Brille mit Lupe. Also wir haben den zumindest ordentlich getroffen. Laut der Blutspur. Mir ist immer noch so, als ob ich hier rumgestapfe. Ja? Irgendwer hat sich... Hier ist doch einer. So, der BTR ist erstmal weg. Tracer-Munition.
Ach, ist auf 50. Schauen. Scheint nur normales Geft zu sein. Interessant, wie nah ich den gehört habe. Ich glaube aber, der ist nicht alleine. Ich glaube, tot ist er auch noch nicht. Oh, und mein zweiter Arm ist draufgegangen. Der hat denen dort nichts getan. Der schießt höchstens daneben. Boah, so viel zu meinem Treffen. Wie viel hält er denn aus? Ja, irgendwann reicht's dann. Krass. Krass, dass der so viel geschluckt hat. Ich glaube, da habe ich nicht alle verfehlt. Wir mal ja am Endscreen sehen, wie viel Schaden wir ausgeteilt haben. Wir gehen mal Richtung Outskirts. Ich dachte, da zeigt gerade ein Laser auf mich. Obwohl, wir nehmen hier noch... Wir schauen hier noch die erste Hütte an. Da ist öfter nämlich Mondschein drin. Ja. Mondschein. Oh, dafür hat sich's gelohnt, nochmal Panzer zu fahren. Bringt mal alles aus. Haben wir was zu fressen? Nur die Wurst. Nur die Sausage. Wollen ja hier. Achso, nee, wir hätten auch das MAE, aber das nehme ich auch gern mit. Sogar auch Erbsen. Ja, da können wir danach gut kacken. Also das war ein wertvolle Mahlzeit. So, vielleicht finden wir hier noch was Gutes. Eine Ghostmaske. Okay. Sieht ein bisschen anders aus als die, die ich kenne. Ja, ist ja gut. Ach, den Tresor haben wir auch nicht geschaut. Wäre gut gewesen. Den können wir einfach öffnen. Ist noch Zucker. Das ist eine heftige Blutung, dann nimmt doch das. Ja. Nur Skiffs. Ein Grund zur Sorge. Bisschen Grund zur Sorge. So, Schrotflinte ist voll. Was will man mehr? Was will man mehr? Immer noch nicht, warum der eine Skiff mit Tracer-Munition um sich schießt. Wenig drin. Das ist eigentlich ganz gut. Tschüss, D-Cleaner. Ja. Hier mit dem Zucker. So, vielleicht treffen wir ihn hier noch. Wenn wir ihn sehen.
Ansonsten laufen wir mal Richtung Exit. Nicht, dass wir hier tatsächlich noch drauf gehen. Hey, der hat überlebt. Arsch. So ein Arsch. Boah, ich kann so nicht spielen. Ich brauche immer hohen FOV. Sorry für den ganzen Wechsel. Ich glaube, ich klebe mir einfach für die Mission in der Mitte von meinem Monitor so ein Vergrößerungsglas hin. So, irgendwo, also hier gibt es auch einige Stashes, die lassen meine Ruhe. Es gibt aber irgendwo einen Kultisten-Circle, den ich mal besser, mal weniger gut finde. Irgendwo hier in der Richtung. So, gleich ist rechts, glaube ich, der Checkpoint. Da könnte man eventuell Skeffs sehen. Ansonsten natürlich beim Skeffhaus. Ist ja logisch. Ist das eine oder ist das ein Fleck in der Wand? Fleck an der Wand. Okay. Wiss mal Bescheid. Ja, wie gesagt, einen Kultisten-Circle hier zu finden. Da muss ich mich nochmal neu orientieren. So, da unten ist Geffos. Keine Garantie, dass ich irgendwas treffe. Habt ihr ja schon mitbekommen. Zumindest die Chance. Wir müssen mal ein bisschen näher hin. Er schießt auf uns natürlich. Er sieht mit seinen Bot-Augen auch besser als ich mit meinen Menschenaugen. Jetzt wird es halt auch noch dunkel. Ist zumindest deutlich dunkler geworden. Aha! Wir haben es geschafft. Wir haben alle. Juhu! Raus zur Outskirts. Boah, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das alle waren. Hätte ich jetzt echt nicht für möglich gehalten. So. Nicht zu weit nach links, sonst geh mal in die Luft, im wahrsten Sinne des Wortes. So, da am Auto ist Outskirts. Lauf! Cool. Wenn das wirklich die richtige Quest war. Ich denke mal. Boah. Na also, guckt mal. 85 Meter, 65 Meter, 42 Meter, 80 Meter, rechten Arm. Man muss die nur einmal irgendwie treffen und dann den ganzen Raid drin bleiben. Dann verbluten die irgendwann. Und so kann man die Quest anscheinend auch erfüllen. Wenn man nicht so gut trifft. Ach, das freut mich jetzt. Endlich mal was geklappt und wir sind noch rausgekommen. So, ist das schön. Was ist denn dieses Teil hier wert? Was ist denn dieses Teil hier wert? Ich glaube bei Rackman. 20.000. Naja. War das Gewicht wohl nicht wert. So, dann haben wir wieder Moonshine. Ja, das Telefon kommt in die neue Box.
Können auch so langsam mal in die Box. Die werde ich jetzt nicht los. Meine schönen Chibi-Figuren. Ah, den Mondschein verkauf mal. So. Muss mal kurz Pause machen. Na gut, zeitmäßig würde ich sagen, warst du schon für die Episode. Ich werde jetzt am Ende noch im Zeitraffer hier mal den Scheiß wieder aufräumen. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.